Meine Vision von einer nachhaltigen Zukunft ist eine, in der wir an einem guten Ort leben, wo wir nicht wegfahren müssen, uns irgendwo anders besser zu haben, wo wir mit Freude und Genuss Kinder in die Welt setzen können und wissen, sie haben ein gutes Leben vor sich. Und was ich dafür tue, ist, dass ich eigentlich ununterbrochen nach solchen zukunftsfähigen zivilgesellschaftlichen Projekten in aller Welt suche, sie versuche bekannt zu machen, darüber Bücher mache, Artikel schreibe, Filme drehe, Radiosendungen produziere, um Menschen zu vermitteln und klarzumachen, dass ganz, ganz, ganz viel schon längst da ist und wir eigentlich Sterbebegleiter eines alten Systems, aber zugleich eben auch Geburtshelfer eines neuen Systems sind. Und dass man mit diesem Blick als Geburtshelfer eines neuen Systems sehr viel besser all das aushalten kann, was kaputt geht. Und sich eigentlich sogar von dem, was kaputt geht, inspirieren lässt, wenn man es ins Herz nimmt, die neuen Sachen eher wahrzunehmen und zu verstärken. Und da ist zum Beispiel die ganze Arbeit der alternativen Nobelpreisträger sind einfach fantastische Projekte, wo heute Zukunft gestaltet wird, die man wahrnehmen kann, nachmachen kann und sich inspirieren lassen kann.